Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe heute eine neue LE für euch, und zwar eine Sommer-LE von Yves Rocher. Ich habe euch in einem Video mal gefragt, ob ihr denn allgemein Interesse an Yves Rocher Produkten habt. Und da haben euch ganz viele darauf reagiert, dass sie es total interessant fänden. Und ich selber bin jetzt gerade selber so ein bisschen dabei, wieder zu dieser Marke zurückzufinden, weil ich habe vor ganz vielen Jahren echt ganz oft Yves Rocher Produkte verwendet. Und jetzt in der Zwischenzeit mit meinem ganzen YouTube bin ich immer mehr ein bisschen weggekommen von Yves Rocher und habe eher so DM und so diese gehypten Produkte echt verwendet. Und jetzt bin ich aktuell aber gerade wieder irgendwie dabei, zurück zu den Basics sozusagen. Und Yves Rocher war für mich immer so eine Marke, ja, mit der habe ich immer schon eigentlich gute Erfahrungen gemacht und nicht immer, aber meistens, sagen wir mal so. Und ja, jetzt habe ich eben die Möglichkeit bekommen, euch eine LE zu zeigen von Yves Rocher. Das ist die Sommer-LE 2014. Ich habe da auch so ein ganz schickes Infoblatt, dass ich euch jetzt dann so ein bisschen nebenbei erläutern werde, damit einfach mit Informationen jetzt hier ein bisschen vollgepackt werdet. Und ich habe natürlich Produkte, die ich euch zeigen kann. Und ich fange jetzt einfach an mit den Augen, weil ich habe heute auch schon im Gesicht ganz viel von diesen Sachen verwendet. Ich habe zum einen nämlich aus dieser Sommer-LE dieses Quattro, nee, was ist es? Trio, oh Gott, das sind drei Trio. Meine Kamera übrigens ist jetzt eine neue, deswegen muss ich jetzt ein bisschen versuchen, wie ich das alles hinkriege. Aber sie hat den Autofokus. Er braucht zwar lang, aber irgendwann kommt er auch. Ja, das ist dieses wunderschöne Trio. Und das sieht dann so aus. Das sind so wunderschöne Bronze-Farbtöne und ein blauer Farbton. Und ich swatch die euch natürlich auch direkt mal. Ich sage, ich habe sie auch auf dem Auge, aber erstmal gibt es Swatches für euch. Und zwar sehen die so aus, also können definitiv überzeugen, würde ich sagen. Und jetzt noch auf der Hand. Zack. Sind sie nicht schön? Ich finde die toll. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr begeistert. Also die Farbabgabe, wie ihr seht, ist echt bombastisch. Und also da ist immer noch der Rest auf den Fingern, weil es echt ganz schön deckend ist, das Ganze. Und ja, sie bröseln nicht, sie haben so eine schöne, weiß nicht, cremige Konsistenz, so ein bisschen pudrig, aber so ein bisschen cremig, so eine Mischung, würde ich sagen. Also nicht ganz so pudrig wie Catrice, wie sie oft welche haben, und auch nicht so cremig wie Sleek. Es ist so eine Mischung draus, finde ich, und gefällt mir wahnsinnig gut. Dieses Set kostet 8 Euro, also es ist nicht unbedingt total billig, aber für 3 Lidschatten ist es in Ordnung, finde ich. Man muss bei Yves Rocher immer dran denken, dass die Sachen wirklich pflanzlich sind und von Tierversuch frei und alles mögliche, und deswegen finde ich die Marke eigentlich sehr ansprechend, und da, finde ich, kann man auch ein bisschen mehr zahlen. Ist halt jetzt ein bisschen teurer als eben Essence oder Catrice. Ja, also wie gesagt, der Look gefällt mir persönlich auch wahnsinnig gut. Es sieht so ein bisschen nach Safari-Sommer aus, irgendwie, weiß ich nicht, so echt witzig. Ja, Urlaub. Ist auf jeden Fall sehr süß gemacht. Ja, genau, also dieses Set kostet 8,95 Euro und sind eben 3 Farben drin. Und ich habe euch natürlich auch wieder einen Look geschminkt, und der sieht mich dann so aus. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen heute unterwegs gewesen. Also der Look ist nicht mehr ganz so frisch, weil ich jetzt schon einkaufen war. Aber ich habe natürlich das Ammo für euch natürlich gefilmt, wie ich es eben, wie ich die Produkte verwende. Weil das habe ich letztes Mal gemacht, und ich glaube, das kam bei euch ganz gut an, hatte ich das Gefühl. So dieses Look und Test in einem. Und deswegen gibt es jetzt ein kleines Tutorial mit meinem Look. Thank you.
Also ich finde, die Farben lassen sich wirklich sehr schön auftragen. Also ihr habt es gesehen. Also kommen wirklich ganz gut rüber auf dem Auge. Es hat einfach einen schönen sommerlichen Look. Und ihr habt in dem Video höchstwahrscheinlich auch diesen Stift hier gesehen. Mache ich mit dem ich am besten gleich weiter. Das ist der Crayon Regard Eye Pencil, falls man es so ausspricht, ich hoffe. Den gibt es in 4 Farben und kostet einer 4,95 €. Und ich zeige sie euch am besten jetzt einfach so in dem, auf dem Bild, würde ich sagen. Da seht ihr es auch und könnt ihr auch mal lesen, wenn es euch interessiert. Also da gibt es eben diese Farben davon. Und ja, genau. Also den habe ich eben, wie ihr gesehen habt, unten aufgetragen. Der ist wirklich sehr, sehr schön in der Cremigkeit. Ich kann es gerne auch hier nochmal swatchen. Ja, schwieriger, wenn man nicht richtig sieht, was man macht. Also die sind unglaublich haltbar. Also wenn der einmal angetrocknet ist, hat der einen richtig, richtig guten Halt. Und deswegen bin ich sehr begeistert davon. Und so blau ist halt für den Sommer einfach eine sehr schöne Farbe, finde ich. Also das ist echt ein cooles Teilchen. Also gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, dann machen wir weiter mit einem weiteren Gesichtsprodukt, das ich auch verwendet habe in dem Video. Und zwar diesem hübschen Teilchen hier. Das ist ein Wangenrouge und das kostet auch 4,95 €, hat 2 Gramm drin. Es ist wirklich super putzig klein, also wirklich, meine Hand dagegen, okay, ich habe Riesenhände, aber trotzdem ist es sehr, sehr klein, aber total süß und hat eine wunderschöne Farbe. Ich habe es euch im Video auch gezeigt, aber ich zeige es auch gerne nochmal. Ich hoffe, der Autofokus macht jetzt mit. Ja, also wie gesagt, so eine ganz tolle, so leicht terrakottafarbener Peachton würde ich jetzt das bezeichnen, mit so einem Goldschimmer drin und ganz, ganz fein. Also der ist wirklich ganz fein pigmentiert, also richtig schön. Also ich weiß ja nicht, was mein Autofokus hier macht, aber er macht, glaube ich, nichts, oder? Ja, ich sage, mit der Kamera muss ich mich noch anfreunden. Ich bin noch nicht so ganz mit der im Reinen. So sieht auf alle Fälle auf der Hand dann aus. Also ich finde wirklich sehr, sehr schön und voll gut pigmentiert. Also definitiv, ich kann den gerne mal noch ein bisschen so verwischt auftragen. Also hier hat eben so einen schönen Glow. Ich trage ihn ja auch. Also ich glaube, hier sieht man schön diesen rot-orangenen Schimmer. Rot-orange? Orange-Gold. Mit Rot hat es nichts zu tun. Ja, also ich finde den richtig, richtig hübsch und ganz schön in der Pigmentierung. Also seht ihr auf meiner Hand. Also ich finde, die Produkte haben mich einfach sehr, sehr überzeugt. Deswegen wollte ich sie euch unbedingt zeigen, weil ich sie echt cool finde. Ich glaube, ich habe sie jetzt seit ungefähr 2 Wochen, 2,5 Wochen und habe sie auch bestimmt schon, ach, was weiß ich, 4, 5 Mal jetzt hergenommen, weil ich sie einfach richtig schön finde. Und ja, da machen wir weiter mit einem Produkt, das ich ebenfalls im Video verwendet habe.